Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei mir zu Hause zusammen. Endlich, seit gefühlt 5 Jahren. Ja. Also, nee, ich war am Samstag bei hier, ganz kurz. Habt ihr vielleicht auch gesehen. Doch, im Vlog haben wir ein bisschen was gedreht. Aber jetzt drehen wir endlich mal wieder richtig hier und starten durch mit Harry Potter Bohnen. Und das sind die original Harry Potter Bohnen aus dem Harry Potter Shop in London. Ihr kennt ja bestimmt noch unsere Bean Boozle Challenge, die war so witzig. Ich verlinke sie mal hier drunter, also ganz unten. Die könnt ihr dann auch nochmal angucken. Aber diese Challenge wird noch krasser, denn diese 20 Bohnen, die da drin sind, also es sind mehr als 20, aber es sind 20 verschiedene Geschmäcker, die haben die Geschmackssorten Banane, schwarzer Pfeffer, Blaubeeren, Popel, Candy Floss, Kirsche, Zimt, Dreck, Regenwurm, Dreck. Wie schmeckt denn Dreck? Ohrenschmalz, Gras, grüner Apfel, getoasteter Marshmallow, faule Eier, Wurst, Zitrone, Selfie. Ach, Seife! Selfie! Tutti Frutti, Kotze und Wassermelone. Es gibt ein paar echt eklige. Aber was ich geil finde, ist getoasteter Marshmallow. Aber jeder zieht dem anderen ein. Ich ziehe jetzt hier ein. Okay, ich blende mal ein, was es ist. Ich muss selbst erst gucken. Ich habe Angst. Was könnte das oder das sein? Ich kann es nicht sagen. Ach scheiße, es könnte ein geiles und ein ekliges sein. Ich sag dir, was es ist. Ich würde sagen Kirsche. Scheiße, es war Kirsche. Ich habe gehofft, es wäre Regenwurm, weil es ist auch rot. Augen zu. Hände auf. Hast du geguckt, welches es ist? Ach so, ich muss gucken, stimmt. Warte. Du musst mir sagen, ob es eklig oder geil ist. Nein, das musst du ja jetzt selbst rausfinden. Ich habe noch nicht gebissen. Muss ich raten? Ja, ich weiß es leider auch nicht unbedingt. Und mir genug eklig. Die Kotzschüssel steht schmeckt nach Regenwurm. Ja. Nein. Oh, ich habe Angst. Oh, oh, shit. Boah. Was ist das? Das ist 100 pro Erde. Ja. Kennst du diesen Samtgeschmack, wenn man sich irgendwie wenn man hingefallen ist? Ich sehe eh nichts. Hast du geguckt, was es ist? Ja. Ist das blöd? Ganz eklig. Das ist eigentlich so. Ohrenschmalz! Nee, auch nicht. Ih, faules Ei! Nee, auch nicht. Schau mal! Popel! So stelle ich mir Popel nicht vor. Es hat eher wie. Auch wie Sand geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Also nicht geil. Das ist schon kannst du auch noch aufmachen. Krass. Ja, super. Hat es auch wie Gras geschmeckt? Ja, nee. Wie Wiese? Es schmeckt aber nicht schlecht. Du brauchst sehr lange. Ja, ich musste erstmal entziffern, was es ist. Du hast bestimmt einen ausgesucht. Mm-mm. Was ist das? Ja, sag ich dir jetzt nicht. Ich hatte übrigens noch keinen guten und auch der ist nicht gut. Ah, also das Ohrenschmalz? Nee. Faules Ei? Mm-mm. Kotze? Mm-mm. Ist das Dreck? Ja. Oh. Ich habe die Farbe nicht gesehen. Zimt. Echt? Sah aber ähnlich aus wie Zimt. Black Pepper. Es schmeckt nicht so schlimm. Was ist es? Regenwurm. Ich dachte Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Wirklich, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Mund hatte. Oh Gott, wenn du schon so guckst. Warte, ich habe noch nicht gebissen, jetzt bald ich. Kotze? Ja! Wollen wir es neu spielen? Ja. Jeder kriegt immer einen von einer Farbe. Und entweder das ist eklig oder das ist gut. Okay, wir haben zwei braune. Das ist Wurst. Ja. Ich weiß es aber schon. Ich hab's schon. Hast du es gar nicht im Mund genommen? Doch, hab ich
ja das Wunsch, schon das war Erbrochenes. Rosa. Okay, 1, 2, 3. Candy. Mm. Oh, das ist echt lecker. Mm. Unfassbar lecker. Als Abschluss mache ich Marshmallow. 1, 2, 3. Alter Schwede, du willst mich verarschen. Was war das? Faules Ei. Das ist ganz schlimm. Also es ist wirklich eine Verarsche, was hier hinten drauf ist. Die sehen alle anders aus. Aber wir verlinken es mal hier drunter. Sorry, leider ist gerade die Speicherkarte voll gewesen. Genau, deswegen müssen wir jetzt mit dem Handy weiter drehen, denn der Laptop von Sarah ist auch voll und irgendwie können wir es gerade nicht runterziehen. Aber wir wollten noch schnell Tschüss sagen und wollten euch sagen, ihr könnt ja auch nochmal die andere Bienen-Challenge angucken. Die verlinken wir mal hier drunter. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Bis dann, ciao.